Wie ihr seht, ich habe 55 Perlen zusammen. Ich bin mir jetzt natürlich noch nicht so hundertprozentig sicher über oder mit dem, was ich jetzt eigentlich gerade vorhabe. Ich meine, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, was es kommt oder vielleicht auch nicht kommt. Ich sage es einfach mal ganz ehrlich. Ich bin halt super hin und her gerissen, ob das Ganze jetzt gerade wirklich so geil ist, ob das Ganze so viel Sinn macht. Ich meine, ein LSD-Set, es sind halt, oder nicht LSD, das Perien-Set, es sind halt 500 Perien für schon ziemlich viele Sets. Ich meine, das sieht sich hier momentan. So ein 15% Cast-Time, also on top auf das Ganze jetzt hier momentan, was wirklich eine Riesenmenge ist. Ich meine, 15% dafür kann ich, da kann ich die Cast-Time-Erweckungen hier runterhauen, damit kann ich meinen Beat ersetzen. Naja, nicht alle wahrscheinlich, aber drei kann ich runterhauen. Und ja, oh ja, den habe ich hier sowieso alle runter. Okay. Und ja, es ist auf alle Fälle um einiges besser. Also ich kriege natürlich dann allein durch die Casting, die ich dann zusätzlich habe, kann ich hier schon mal 21 Int mehr erwecken. Was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und ansonsten 10% Attack erklärt sich von selbst. 5 All-Stats ist nochmal ganz nett. 10 Speed. Ja, Speed brauche ich sowieso noch. Ich bin weit entfernt von 100, von 200% Speed. Und deswegen, ja. Ich meine, was ich jetzt hier gerade nicht so ganz verstehe, ist. Ach, das sind. Ah ja, okay, das sind CBT. Ich dachte mir gerade 57 Perlen. Ich wollte gerade schon eskalieren, aber okay. Ja, gut, ich meine. Was ist hier für ein Set? Iron Mask of the Vice Dragon King. Vice Dragon King, das wäre das Set hier. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich meine, 500 Perien, das farmt man nicht schnell an einem Tag zusammen. Aber wenn ich jetzt halt hier das mit Int-Aoi wirklich ernst meine, dann brauche ich das Ding halt. Und ich weiß auch nicht genau, ich bin nicht ganz sicher, aber hier Dingensen, wie heißt der? Sandrax hat, glaube ich, ein plus 30er Adept-Set. Und ansonsten halt, ja, weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was ich ansonsten jetzt hier momentan kaufen würde, weil ich meine Bloodbane Stones oder Titanbane Stones, das sind natürlich hier brutal teuer und das können wir uns auch nicht leisten. Ich meine, kosten über 1000, 1300 Perlen oder so. Und ja, ich weiß halt nicht genau, was wir sonst machen würden. Deswegen sollen wir es einfach machen. Irgendwie so, hier, direkt. Weißt Ranking männlich? Weißt Ranking. Ja, let's go. Das tut echt weh. 500 Perien sind halt echt viel. Auf miese Zeiten erstmal verpennt. Kein Ding, nehme gerade auf. Erstmal flexen. Erstmal flexen. Wenn er hier schon mal wieder zu spät ist, um 33 Minuten, erstmal flexen. Damit muss man erstmal angeben. Erstmal ein bisschen drauf aufmerksam machen, so, hey, ich habe hier so ein Set und so. Ja. So, wo muss ich hier rein? 100. Warum gibt es eine Area von 159? Ah ja, wegen Kalgas wahrscheinlich, okay. Na, okay. Nee, davon gibt es auch 158. Wobei, das gibt keinen Sinn eigentlich dann. Naja. Okay, was machen wir aktuell Damage? Unser Pet ist immer noch auf plus 33 Int. Hier machen wir aktuell 95k. Ja, es ist halt wieder super beschissen hier zu testen, weil wir halt absolut nicht wissen mit Link und allem. Und okay, gut, mit Link können wir es auf alle Fälle mal testen. Es fehlen halt Buffs. Okay, 174k ist es momentan. Ich muss dazu sagen, ich mache normalerweise 265k mit allem. Nicht mit allem, aber halt mit dem, was ich halt Dungeons farm, mit Buffs und mit Power-Ups. Und ich würde sagen, wir starten es einfach mal. Schauen wir hier mal rein. 43k HP momentan. Da fehlen halt, wie gesagt, noch die Buffs. 44k HP. Ah, die Erweckungen fehlen. Shit. Na, okay, gut. Und sonst fehlen halt 7 End. Das ist halt aber auch okay. Cast Time 109%. Alles ist so krank irgendwie. Ja, aber wie gesagt, normalerweise kommen immer 28 Int dazu. Warte, wie viel hat das gerade gebracht?
nicht blöd. Sekunde, warte, warte, warte. Von 173 auf 100. Wow. Warte mal, es waren jetzt hier nur 10% Attack. 10% Attack bringt uns so viel Damage. Also man muss jetzt dazu sagen, hier fehlen dann die Int, also deswegen eigentlich haben wir sogar noch 2 Int weniger als normal. Beziehungsweise kommt natürlich um einiges nochmal mehr dazu. Das heißt, holy moly. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Hat irgendwer von euch einen Tipp, was wir gegen Katzen machen, die ganze Zeit schreien, die draußen schreien, die man reinlässt, die kurz fressen, wieder schreien? Ey, ich verzweifle langsam, Mann, das gibt's doch nicht. Ich meine, die haben sie jetzt echt nicht, die haben es echt nicht schlecht oder so. Also ich meine, Katzen sind halt immer so, die leben halt immer absolut im Luxus im Prinzip. Also die brauchen nur zweimal schreien und kriegen schon was zu fressen und Katzen sind halt sowieso absolut verwöhnt. Abgehoben und verwöhnt. Ich glaube, das Bild bezeichnet Katzen halt echt zum am besten irgendwie. Aber die ist 5 Minuten drin, oder der ist 5 Minuten drin im Haus, frisst kurz was und schreit einfach wieder. Ist auch egal, ob ich den streichle oder nicht streichle. Das spielt keine Rolle. Ich meine, teilweise geht er rein, also schreit draußen, kommt rein, schreit drin, ich lasse ihn wieder raus, schreit draußen wieder weiter. Ich weiß nicht, Mann. Einfach verwöhnt. Aber nee, ich nehme jetzt auf und hier, da kann warten. Ja gut, aber ich meine, ich bin gerade echt verwundert, wie viel das diese 10% Attack hier bringen. Ich meine, warum bringt das so viel? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum ist das so? Ich meine, sind 10% Attacks und 10k Damage? Warte, wir testen es nochmal ganz kurz. Mal nur mit diesen 10 und mehr. Alter. Sind schon solide. Sind schon sehr, sehr solide 10k Damage. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern Alter. Und ich meine, hier kommt halt nochmal, wie gesagt, hier kommen nochmal ein paar Int mehr drauf. Also hier insgesamt nochmal 21 Int kommt hier drauf. Beziehungsweise minus 4, also 17 Int noch mehr. Ist schon gut. Und endlich halt nicht mehr diese Cast-Time-Probleme. Das wird auch nett. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot. They
of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a ghost thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cold thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Show me.